uns war sehr wichtig, dass wir nachhaltig Felgen reparieren können und dass ein großes Volumen mit wenig Mitarbeitern möglichst schnell machbar ist. Zudem ist es sehr wichtig, dass wir im Reparaturprozess sehr effiziente und schlanke Prozesse haben, also ein ganzheitlicher Reparaturprozess. Und mit unseren Prozessen können wir auch die Kosten und die Preise stabil halten. Also wir haben dort eine permanente Übersicht. Mit Vilnius haben wir jetzt in der Schweiz Möglichkeiten, einen reibungslosen Felgenaufbereitungsprozess anzubieten. Wir haben sehr hochmoderne Infrastruktur. Das bedeutet, dass wir eine sehr, sehr lean Produktion haben. Wir haben wenig Personal und haben den Wert eigentlich auf die Prozesse, auf die Infrastruktur gelegt. Wir haben einen riesen Vorteil, diese Anlage, wo es eigentlich einmalig ist, zumindest in Europa nach unseres Wissens. Und mit dieser Anlage ist es halt wirklich präzise machbar, dass wir die Schnitte kontrollieren können, wie viele Mitarbeiter das wir brauchen, respektive wie wenig Mitarbeiter wir brauchen, um eine schnelle und saubere Abwicklung durchzuführen. Also alle Prozesse, die wir da haben, sind gleichwertig wie im OEM-Standard und durch das erhalten wir schlussendlich auch die gleiche Qualität und können dem Kunden dasselbe bieten für einen kleinen Preis. Sion ist bekannt für individuelle Lösungen und Sion hat uns auch in der Vergangenheit schon oft bei Lösungsfindungen geholfen und mit ihrer guten Qualität, die uns auch in der Vergangenheit sehr stark überzeugt hat, haben wir jetzt einen Partner, welcher uns auch nachhaltige, sorgenfreie Arbeitsstunden beschert. Uns war wichtig bei dieser Realisierung, dass wir einen guten Partner haben, wo wir uns darauf verlassen können, dass wir auch, wenn wir Probleme haben, immer wieder Zugriff haben. Und das gibt Probleme, eine solche große Anlage zu entwickeln. Es ist nicht eine Anlage, die ab der Stange lieferbar ist. Also wir haben sehr, sehr viele verschiedene Komponenten miteinander zusammengefügt. Und da sind wir darauf angewiesen, dass wir einen Partner haben, wo das funktioniert. Und bei Sion, da wir im Vorfeld schon mit Sion zusammengearbeitet haben, wussten wir, dass das ganz sicher abgedeckt ist, der ganze Support und dass alles einwandfrei läuft. Die Schwierigkeit vom ganzen Prozess war natürlich auch, dass man das Ganze miteinander verheiratet. Also sprich die Schnittstellen, dass die miteinander passen. Das ist eine Maschine oder eine Anlage, die es so nicht gibt. Wir haben wirklich von diversen Ländern einzelne Maschinen und Stücke bestellt, inklusive Elektronik. Und das musste natürlich alles zusammengefasst werden. Sprich, sprachlich musste das zusammenpassen, Schnittstellen mussten zusammenpassen. Und das hat für uns Sion übernommen und die ganze Kommunikation abgewickelt. Also sprich, wir konnten die ganzen Anlagen oder können die ganzen Anlagen jetzt auch selber mit Sion umstellen. Zum Beispiel das Band können wir takten oder normal laufen lassen. Wir können die Geschwindigkeit ändern. All die gewünschten Sachen, die wir gehabt haben, wo hohe Ansprüche sind natürlich für eine Anlage, wo es nicht gibt, konnten sie eine Lösung finden und alles miteinander verpacken, so dass wir zufrieden sind und eine Ansprechperson haben dazu. Als Unternehmer haben wir alle Visionen und die Visionen sind immer groß und sehr komplex. Um diese umzusetzen, brauchen wir eigentlich permanente Unterstützungen von verschiedenen Dienstleistern, die dann uns vielleicht wieder auf den Boden der Realität zurückholen. Mit Sion haben wir eine sehr enge Beziehung und wir können jederzeit auf sie zugehen und sie beraten uns eigentlich in jedem Belang. Mit der Vilnius haben wir ein Neuland beschritten in der Industrielackiererei und das ist natürlich schon für uns ein Vorteil, wenn wir die komplexen Prozesse mit Robotern, mit Anlagen, mit Schleifanlagen und den Mitarbeitern miteinander kombinieren, dass wir jemanden beiseite haben, der uns eigentlich in allen Bereichen unterstützt. Nicht nur in der Produktion, sondern auch im Nachgang, wenn wir den ganzen Unterhalt und den Service auch noch integrieren. Und das war schon ziemlich gut, das ganze Projekt. Es ist immer schwierig, wenn man mit verschiedenen Anbietern zusammenarbeitet und mit Sion gibt es immer so eine
Zusammenkunft, wo wir dann alle Probleme schön sachlich miteinander diskutieren können. Das muss ich wirklich sagen, das macht jedes Mal wieder Freude, auf das Gechingen zu kommen und dann mit allen einen sehr engen persönlichen Kontakt zu pflegen. Ja.